Hallo, ich bin Sela, ich bin 11 Jahre alt und komme aus der Schweiz. Ciela, warum bist du heute hier? Heute ist mein Zukunftstag und letztes Jahr war ich schon hier und das hat mich interessiert, wie ihr das macht und was ihr genau hier macht. Und was hast du heute so alles gesehen? Ich habe meinem Onkel zugeschaut, was er im Büro macht. Dann habe ich auch meinem Vater zugeschaut. Er hat mit einem Bauern geredet. Er wusste nicht, was er auf seinem Land machen wollte. Und jetzt mache ich ein Interview. Wunderbar. Dann lass uns mal doch ein paar Fragen stellen. Wie siehst du das mit der Schule? Gehst du gerne zur Schule? Nein. Du gehst nicht gerne zur Schule. Und warum gehst du nicht gerne zur Schule? Weil ich nicht sehr viele Kolleginnen habe und Kollegen und weil für mich das Französisch sehr schwer ist und sie das viel zu schnell machen. Ich komme da nicht nach und dann können sie es mir nicht richtig erklären und dann kommen schon die Tests. Und man schaut dann nie wieder auf das zurück. Und so ist es eigentlich schwer für mich. Gut, also wenn du eine Schule selber machen könntest, wie würde diese Schule aussehen und was würde man dort lernen? Also eigentlich könnten die Kinder selbst entscheiden, was sie wollen lernen und wie sie es lernen wollen. Zum Beispiel, wenn jemand Englisch lernen möchte und gern Game tut oder Film schauen, dann lasse ich ihn einen Film schauen auf Englisch und so wird er es besser verstehen und selbst besser sagen können, weil es ihm Spaß macht und weil er dann will es verstehen, wird dass er der Sinn weiß von diesem Film. Und dass es ihm schlussendlich auch Spaß macht. Das heißt, so wie ich dich verstehe, muss es in erster Linie in der Schule Spaß machen und das, was man lernt, Sinn machen. Gut, und wie würde die Schule aussehen? Also das Gebäude, das Haus? Also, vielleicht hätten wir ein Schulgebäude wie die normalen, da hat es verschiedene Zimmer. Ich würde da drin auch Katzen und Hunde nehmen, ein bisschen Tiere, dann die, wo wollen für Tiere, etwas mit Tieren machen, dann können sie mit ihnen ein bisschen sein und ja, vielleicht sollten wir auch irgendwo anders noch ein Haus haben. So, wo es eine große Landschaft hat für Geografie und Geschichte, weil auf den Feldern sie findet man immer wieder Sachen. Und wenn man wieder in ein anderes Haus geht, dann wird man auch wieder Neues erfahren. Dann höre ich hier etwas heraus im Sinne mehr Praktisches auch und nicht nur alles in Theorie, also praktisch auf die Felder gehen, schauen, ob man dort Münzen findet oder Scherben findet oder auch Geografie, dass man verschiedene Orte vielleicht besucht, so dass es mehr Freude und Lust bereitet, das Lernen. Tiere habe ich gehört. Und wie sieht es aus mit Garten oder Pflanzen oder Bäumen? Ja, ich würde dann auch einen Garten haben. Da können die Kinder selbst entscheiden, was sie wollen anpflanzen. Weil wenn wir entscheiden würden, was wir wollen anpflanzen, die Erwachsenen also, macht es für die Kinder keinen Spaß, weil die Erwachsenen immer alles entscheiden müssen und so. Das heißt, man sollte auch ein bisschen mehr Freiraum an den Kindern geben.
für dass sie selbst anpflanzen können und dann auch die Posten haben, es gießen zu gehen und so jeden Tag oder jede Woche einmal. Sehr schön, auch da höre ich was heraus, dass die Kinder eigentlich auch viel mehr mitentscheiden möchten und nicht die Erwachsenen alles vorgeben sollten. Das klingt sehr gut. Hast du Lust, so eine Schule zu machen? Ja, ich hätte sehr viel Lust, aber ich würde jetzt nicht so sagen, es wäre wie eine Privatschule, aber die, die nicht sehr viel Geld haben, würden wir jetzt für mich eine Gratisschule machen und wir würden nur Spenden annehmen. Und wenn sie Kinder in die Schule schicken wollen, dann können sie es. Das heißt, es ist wie eine Privatschule und eine normale Schule. Ah, für alle etwas. Wunderbar. Dann habe ich eine andere Frage. Wie siehst du es mit der Natur? Muss man die Natur schützen oder kann man so weiterfahren, wie es gerade ist? Oder was hast du da für Ideen? Also, es heißt, man ist an etwas empfinden, wo für die Natur ist. Das heißt, vielleicht könnte man die Autos weiterfahren mit einem Misch zwischen Wasser und Luft. Was ich glaube, ist, dass es besser ist für die Umwelt. Aber ich würde trotzdem, es gibt ja jetzt die Elektrozigaretten und das ist eigentlich überall in den Schulen, alle rauchen das und sie wissen nicht, dass da ganz viel Schlechtes drin ist, weil es ja jetzt neu ist. Das finde ich gar nicht gut, außerdem mit dem Geschmäcken, das macht einen sofort süchtig. In meiner Schule wurde sogar Drogen verkauft und weitergegeben. Und das finde ich einfach gar nicht gut. Und die Erwachsenen machen eigentlich fast gar nichts, die Lehrer. Es ist ihnen meistens fast egal. Oder wenn sie jemanden verwünschen, schmeißen sie ihn direkt aus der Schule oder so. Und ja, das finde ich selbst jetzt nicht so toll. Man sollte ihnen erklären, wieso es nicht gut ist und wann sie dann mit nicht aufhören, sollte man schon erstens ihre Eltern von ganz Anfang an informieren und dann sollte man auch schauen, dass sie das nicht mehr nehmen, weil so ist, schützt man auch den Kindern seine Gesundheit, auch an den Erwachsenen. Sehr schöne Ideen und sehr schöne Impulse. Vielen Dank, Sheila. Wie machst du dir auch Gedanken oder was sagst du jetzt zu unserem Planeten Erde und die Kriege, die da stattfinden und die verschiedenen Konflikte, die da sind? Was sagst du dazu und was hättest du da für eine Idee? Also eigentlich sollte man sich ja nicht streiten, aber es ist auch nicht fair, wenn die anderen provozieren und so den Krieg ausführt. Also würde ich zuerst alles genau wissen, bevor ich würde handeln. Wenn ich jetzt von der Geschichte mit Ukraine gegen Russland, alle sagen, dass Ukraine Russland die Schuld ist wegen Putin, aber eigentlich ist es nicht unbedingt so. Es kann zum Beispiel auch andere Länder sein, wo gar nicht im Krieg sind, wo andere drohen, dass sie irgendetwas machen oder Geld geben, für das sie Sachen machen. Und das finde ich nicht gut. Ich finde eher besser, wenn man eigentlich alles weiß von Anfang an und so wie über alles reden kann, für das man eine Lösung findet. Und dann von anderen ein bisschen seine Meinung hört und so eine Lösung findet. Sehr schön, also dass man miteinander redet und gute Lösungen findet und die Kriege und die Kämpfe auslässt. Nun, dann habe ich noch eine letzte Frage an dich, und zwar, was wäre, wenn ein Engel erscheinen würde und du hättest freie Wunschwahl für dein Leben
und für den ganzen Planeten? Wie würde deine Wünsche aussehen? Das muss jetzt nicht ein Wunsch sein, sondern viele Wünsche. Okay, ich würde mir der erste wäre den Weltfrieden, wie dass die Menschen endlich könnten aufhören, sich zu streiten, den anderen weh zu machen und so. So würden wir besser miteinander umkommen und es würde weniger Streite geben und weniger Tote. Ich würde mir auch wünschen, das Klima zu wechseln, dass wir alles, was wir jetzt brauchen und wollen, wo wir jetzt leben damit, dass es wie umweltfreundlich wird, dass es nicht so die Umwelt zerstört, wie dass auch die Tiere besser leben können und so. Und ich würde auch mir wünschen, dass die Tiere nicht so gejagt werden und dann, wenn man sie gejagt hat und niemand es in einen Kaufladen kauft, dass man es einfach wegschmeißt in den Müll und dann es liegen lässt. Ich sollte eigentlich, für mich finde ich, man sollte so viel nehmen, wie es gerade reicht. Dann sieht man, wie viel jeden Tag ungefähr gekauft wird und so sieht man, was man an einem Tag kann nehmen und was man geben muss. Zum Beispiel bei der Metzgerei, bei der Schweinemetzgerei, finde ich, dass die so gelitten werden, dass es eigentlich einem fast leid tut und so viele Menschen wissen gar nicht, wie das produziert wird. Und dann essen sie es einfach und selbst könnten sie es niemals tun. Das heißt, wann zum Beispiel du ein Schwein töten müsstest, es ausnehmen müsstest, für das du es essen kannst, würdest du auch nicht so gerne machen und auch wahrscheinlich gar nicht machen wollen. Und das finde ich eigentlich gar nicht gut, weil so viele Menschen wissen gar nicht, was man eigentlich vielleicht reintun könnte oder damit macht und die Tiere werden dann manchmal gar nicht gegessen und das finde ich einfach schade. Denn stell dir vor, wir werden getötet von irgendwelchen Sachen und man tut uns einfach in den Müll schmeißen, unser Fleisch. Und schlussendlich ist ein Mensch weniger und so die ganze Zeit weiter. Das finde ich nicht sehr toll. Und der letzte Wunsch wäre, dass Frauen und Männer das gleiche Recht hätten und dass eigentlich jeder glücklich ist in seinem Leben und so sein eigenes Willen kann haben. Sehr schön, Sela, da höre ich auch ein paar Sachen raus im Sinne von: Das erste ist der Weltfrieden, den du gerne hast, dass jeder Frieden hat auf der Welt. Zum anderen hast du gesagt, schön wäre es, wenn dann alle auch glücklich sind. Und jetzt noch auch zum Abschluss, was wären denn die Wünsche an den Engel für dich? Weiß ich nicht eigentlich. Also für mich ist das Wichtigste, dass eigentlich alle glücklich sind. Wenn für mich alle glücklich sind, dann bin ich auch glücklich. Wow, das hast du sehr, sehr schön gesagt, liebe Sela. Vielen lieben Dank für deinen Schnuppertag hier in der Quelle und vielen Dank für das wunderbare Interview mit dir. Ich freue mich, wenn es ein nächstes Mal wieder gibt und falls du ja vielleicht dann in der Zukunft Lust hast, auch hier mitarbeiten zu können oder an einem Schulprojekt oder mit der Natur zusammen oder am Weltfrieden mithelfen darfst oder dass alle glücklich sind, sodass wir auch glücklich sein dürfen. Vielen, vielen Dank, Sela. Gern geschehen. Und danke Ihnen. Ich fängt schon. Na, liebe Sela,
Schön, dass du da bist heute beim... Nochmal, bitte. Außer Schnitt. Cut. Gut. Okay. So, liebe Siela. Gut, also, stell dich doch mal vor, wer bist du? Du hast meinen Namen schon. Du bist... Gut, nochmal. Machen wir nochmal. Aber du siehst ja so liebe Siela, du weißt ja schon, wer ich bin. Du weißt jetzt sicher auch schon.